gezogen. Erzähl mal ein bisschen was über dein Pferd. Ja. Wie war dein Training? Wie hast du das gestaltet? Wie hast du dich hier aufs Turnier vorbereitet? Also die Stute, die ist von Colonel Smoking Gun, vom Gunner, eine Tochter. Und die Mama ist eine sehr gut gezogene Stute, das ist die Vollschwester von Chocolate Cipollina. Und meine Eltern haben die Stute als Jährling auf dem Legacy Sale gekauft. Und ja, wir hatten sie dann ein Jahr im Training beim Sam Schaffhauser in den USA und er hat einen super Job mit ihr gemacht und sie war wirklich sehr gut trainiert. Dann kam sie nach Deutschland und dann habe ich sie sehr viel selbst trainiert. Mir hat jetzt hier ein paar Tage vorher Arnaud Chirinot sehr gut geholfen. Auch Bernard Fonck hat sie 3 Monate lang im Training und hat ihr das Wechseln beigebracht. Das fiel ihr anfangs noch sehr schwer. Und ja, sie ist einfach, sie hat super viel Herz und hat heute alles für mich gegeben. Was waren denn deine Gedanken, als du aus dem Go-Round herausgegangen bist? Und welchen Platz hattest du im Go-Round? Ich war, glaube ich, Beste im Level 3 und Zweitbeste mit einer 217 und ich war da schon mega happy. Sie hat super aufgepasst und sie hat einfach so viel Herz und sie wird immer alles geben. Sie ist wirklich one in a lifetime horse wahrscheinlich. Ja. Das heißt, sie hat ja wirklich noch einen draufgelegt. Ja. Jetzt im Finale, sie hat genau auf mich gehört, sie ist nicht zu schnell geworden und hat einfach wahnsinnig gestoppt und es hat alles geklappt. Ich bin echt super happy. Haben wir alle gesehen. Ja. War es dann eine schwere Klasse für dich gewesen mit den schweren Gegnern? Also hier ist überhaupt das Level sehr hoch. Also es ist ein sehr, sehr super Turnier. Auch in den Open-Klassen sind die Scores wirklich wahnsinnig hoch. Und ich habe auch nicht versucht, auf die anderen Scores zu hören, weil es war echt sehr hoch. Ich habe nur versucht, eben meinem Pferd zu vertrauen und zu reiten, so gut ich es kann. Ja, bist du zum ersten Mal auf der Austrian Patrol? Nee, ich war letztes Jahr hier schon mit ihr und da war ich auch schon im Level 3 und 4 Finale als Dreijährige und war sogar 6. Platz mit ihr und war auch schon super happy und sehr zufrieden mit ihr letztes Jahr. Ja. Wie gefällt es dir hier so auf der Anlage in Wiener Neustadt? Ich muss sagen, das ist mein Lieblingsturnier hier in Wien und der Helmut Schulz und sein Sohn, die stecken so viel Liebe hier rein und es ist wirklich super organisiert und es fühlt sich gar nicht an wie ein Turnier, man ist echt entspannt und das ist wirklich mein Lieblingsturnier. Ja. Gibt es irgendwo eine Zukunftsplanung, die du mit deinem Pferd in nächster Zeit machen möchtest? Ja, also meine Eltern, wir züchten Quarter und wir haben auch andere ganz gute Zuchtstuten und sie wird auf jeden Fall bei uns bleiben und irgendwann 7-8-jährige als Zuchtstute bei uns für immer bleiben. Ja.